Ich stand da so neulich an der Kasse und habe so ein bisschen rumgeschaut, dort wo die Quengelware ist, und dachte mir so, hey, das nimmst du mit. Und hier ist es. No Mo, No Missing Out. Schokoriegel. Vegane Schokoriegel ohne vegan und ohne heißt es. Denn es ist auch ohne Milch, also es ist ohne Milch, Gluten, Ei und Nüsse. Also so nach dem Motto auch sehr allergikerfreundlich. Vier verschiedene Sorten gibt es. Ich habe noch nie gehört von dieser Marke, aber ich bin Opfer der Quengelware geworden und dachte mir, komm, wir schauen uns mal etwas an, wovon vielleicht viele noch nie gehört haben. Und vielleicht ist es ja so ein Geheimprodukt, was man so nicht kennt und was dann am Ende empfehlenswert ist. Der Name ist natürlich schon mal lustig, Nomo, weil da muss ich an FOMO denken, Fear of Missing Out. Das haben viele Leute, gerade so was Technik angeht, dass man so Angst hat, die neueste Technik zu verpassen, so Fernseher, Spielkonsolen, dann auch viele andere Sachen. Dass man irgendwie den Anschluss verliert und sich deswegen dann immer den Drang hat, etwas Neues zu kaufen, etwas Neues zu haben. Das kann ich verstehen, gerade was so technische Aspekte angeht. Bei Fernsehern hat man das wirklich sehr, sehr oft. Und die haben aber eben das einfach so einen ähnlichen Wortlaut genommen, um damit Schokolade zu machen. Es gibt vier verschiedene Sorten. Ich habe 99 Cent pro Riegel bezahlt. Ich glaube, so 30 Gramm oder so sind drin. Hergestellt übrigens in UK, in Ireland. Irland, nee. Oder jetzt doch United Kingdom. Eins von beiden jedenfalls. Und 38 Gramm sind drin. Wir schauen einmal zuerst auf die Zutaten. Wir haben da hier dann zum Beispiel die, ja, normale Schokosorte, Creamy Choc Bar. Dann gibt es den mit Früchten und Crunch. Dann gibt es den hier mit, ja, einem veganen Karamell. Und diesen hier, der mit Meersalz gemacht ist. Wir gucken mal bei dem hier ganz ausführlich auf die Zutaten, was so drin steckt. Ist halt Schokolade, 559 Kilokalorien, 36 Gramm Fett, Zucker 35. Und das sind so die Kerndaten von einem Schokoriegel. Die Zutaten, die sehen recht lang mal wieder aus. Eine vegane Schokoladenalternative mit Reisdrink. Warum muss man immer so ein Reis? Ich meine, wen interessiert das, dass da Reisdrink drin ist? Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Inulin. Inulin ist ein Kohlenhydrat, es gibt oft auch ist ein Ballaststoff, gibt aber auch eine Vollmundigkeit, gerade in so Getränken oder so in Milchprodukten gibt es oft eine Cremigkeit, eine glattere Konsistenz. Getrockneter Reissirup ist drin, also Zucker, Reisstärke ist drin, Reismehl, Sheaöl, also als Fett, haben wir noch Emulgatoren, Meersalz und Aroma ist drin. Ja, das also hier. Ihr dürft bei den anderen gerne einmal pausieren. Ich halte euch das in die Kamera, wenn ihr da genauer drauf schauen wollt. Aber die Grundbasis ist dann halt eben einfach gleich. Dann haben wir jetzt hier noch die mit Früchten. Was für Früchten sind das denn eigentlich? Es wäre vielleicht noch so interessant zu schauen. Rosinen. Ja, der Klassiker halt. Reiskrispies und Rosinen. Ich wollte gerade sagen, Rosinen und Nüsse passt doch gut. Und dann ist mir eingefallen, ha, wir wollen ja extra keine Nüsse haben. Genau. So, dann schauen wir mal. Ich bin ein bisschen gespannt, weil es einfach mal ein bisschen was anderes ist. Es ist aber letztlich einfach nur ein Schokoriegel, wie ihr hier seht. Das ist dann der normale. Der mit Rosine ist hier. Hier sieht man so ein bisschen die Rosinenstückchen und hier innen drin die Krispies. Karamell. Ja, das wird jetzt hier drin sein, das breche ich jetzt nicht auf, das gibt eine Riesensauerei. Also hier drin ist das Karamell und hier dann eben mit Salz. Wie viel Salz haben wir denn eigentlich drin? 0,47 im Vergleich zur normalen Sorte, da haben wir drin 0,14. Also naja, ein ganz bisschen mehr Salz ist drin. Ein ganz bisschen mehr Salz. Ha, 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 ha. Versteht ihr? Oh Gott. Ja. So. So, ich werde jetzt mal anfangen mit der normalen Sorte hier. Fühlt sich übrigens sehr knackig an. Oh. Man hört es, glaube ich, auch. Die Sorte ist jetzt nicht gefüllt. Schön schokoladig. Steht hier auch drauf. Er wäre creamy. Ich mach mal hier. Schokolade ist manchmal Schmatzgefahr, vor allem weil ich auch so ein bisschen verschnupft bin irgendwie. Merke ich jetzt gerade irgendwie erst. Der schmeckt mir ganz gut. Man merkt, dass die Süße ein bisschen anders ist als einfach mit Zucker. Die ist einfach ein bisschen anders irgendwie. Ein bisschen anders. Super, super knackig. Da finde ich sehr gelungen.
Und man schmeckt, dass es kein Milchprodukt ist. Fehlt so ein bisschen dieser Milchschokoladen-Creaminess. Aber sie schmilzt gut. Und doch, leckere vegane Schokolade. Also schmeckt mir gut. Für mich könnte es tatsächlich ein Ticken weniger süß sein. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Also eine Milka ist viel süßer, muss man sagen. Viel mehr Zucker drin. Also es ist nicht viel Zucker drin. Aber diese Reissirup-Süße, da hätte ich persönlich jetzt einfach auch ein bisschen weniger von haben können. So, jetzt schauen wir mal die mit Crispies und Rosinen. Knackt wunderbar. Oh, da ist auch eine Rosine. Lecker. Gerade dieser Crispy-Knack gefällt mir sehr gut. Lecker. Haben so eine leicht geröstete Getreidenote dabei. Übrigens hier nur 32 Gramm bei dem. Wegen den Crispies. Sind ja leichter, weil sie aufgepoppt sind. Aber es hat die gleiche Größe der Riegel. Aber dadurch ist das Volumen gleich, aber das Gewicht geringer. Lecker. So ein bisschen mehr Rosinen hätten sie reinmachen können. Denn ich habe jetzt, glaube ich, in diesem einen Stück hier so eine Rosine drin gehabt. Ich sehe jetzt hier noch so ein bisschen. Ja, gut, vielleicht jetzt irgendwie Zufall gewesen. Aber ja, ich finde, die Crispies kommen gut durch. Bei meinem Teil jetzt hier Rosine. Naja, geht so. Jetzt gucken wir mal, was Karamell kann. Ist natürlich immer so ein Ding, ein veganes Karamell. Oh, auf jeden Fall viel drin. Oh, holy shit. Das ist aber lecker. Wow. Wow. Das ist aber sehr lecker. Es ist bestimmt Aroma drin, aber es ist super leckeres Karamell. Doch wirklich, also selten so gutes Karamell in einem veganen Produkt gehabt. Sehr lecker. Nicht einfach nur zuckersüß, eine schöne Konsistenz, eine schöne Karamellnote. Es ist bestimmt ein Aroma benutzt worden. Aber ich finde es wirklich sehr gelungen. Und jetzt noch als letztes die Sorte mit Salz. Ja, und ganz ehrlich, wenn man Schokolade hat, die ordentlich nach Salz schmeckt, dann ist das was Feines. Die schmeckt kaum mehr nach Salz. Ganz leicht, ja, aber ich verstehe nicht, warum man es da nicht richtig macht. Ich glaube, die meisten Leute, die mit Absicht eine salzige Schokolade kaufen, die wollen das Salz wirklich schmecken und nicht irgendwo da ganz hinten mal so sich erahnen können. Finde ich nicht so gut, weil einfach der Name da was Falsches suggeriert und da einfach mehr hätte reingekonnt. Man schmeckt das Salzige, versteht mich nicht falsch, man merkt es ein bisschen, aber für mich hätte es einfach mehr sein können. Die drei anderen Sorten finde ich super, wobei die Sorte mit Karamell wirklich klasse ist. 1 Euro für so einen Riegel, klar, ist jetzt nicht gerade günstig, aber ist vegan, kleinere Firma, keine Milka, also von daher, Milka kostet inzwischen auch 1,20 für 100 Gramm, nur Zucker und Fett, und das hier macht für mich wirklich einen guten Eindruck, von daher gerne mal diese veganen Alternativen probieren. No more, no missing out. Und ja, falls ihr sie schon mal probiert habt, dürft ihr mir eure Meinung gerne schreiben. Ansonsten sind wir schon wieder durch. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eigentlich sage ich das immer andersrum, aber ja.